Bueno, lo primero, buenos días a todos. Guten Tag, Roberto Garcia Parrondo. Der Spanier soll's richten. Die MT-Melsungen nach oben führen und macht gleich eine klare Ansage. Bueno. Melsungen habe zwar echt gute Spieler, sagt er, aber es müsse an der Teamfähigkeit gearbeitet werden, um die Ziele zu erreichen, die er sich gesetzt hat. Und die sind für den Mann, der als Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft bei Olympia gegen Deutschland gewonnen hat, hoch und offenbar realistisch. Wenn man so einen Trainer über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum, denke ich, halten kann, dann glaube ich schon, dass es fast unweigerlich dazu kommen wird, dass Melsungen auch in Spitzensegmente in der Bundesliga vordringen kann und sich da auch etablieren kann. Benjamin Daser, selbst Trainer und als Betreiber von Absolut Handball, beschäftigt er sich auch online mit nichts anderem. Alleine auf Instagram folgen ihm über 20.000 Handballfans. Mit ihm sprechen wir für euch gleich genauer über den Trainer. Der auch ihn, Nationalspieler Timo Kastening, mit der MT Melsungen nach vorne bringen kann. Ich glaube, wir haben ja sehr viel Entwicklungspotenzial, was wir noch nicht geschafft haben, wirklich zu optimieren und auszuschöpfen. Und ich glaube, deswegen kann man vielleicht die beiden Aufgaben auch so ein bisschen verbinden. Das Potenzial ist da, aber wir haben es noch nicht geschafft, die PS auf die Platte zu bringen. Und ich freue mich darauf, dass der ägyptische Coach jetzt in Deutschland arbeitet und die deutschen Nationalspieler und den Rest vermutlich dazu helfen kann, dass wir besseren Handball spielen werden. Derzeit steht Melsungen auf dem 11. Platz in der Bundesliga. Dabei sind sie auf dem Papier eine echte Nummer. Nationalspieler wie Julius Kühn, Silvio Heinevetter, Finn Lemke, Kai Häfner, Timo Kastening oder Tobias Reichmann. Sie alle spielen für Melsungen und trotzdem, so richtig laufen will es nicht in der Bundesliga. Komm, wir müssen jetzt mal anfangen. Ich spiele schon 4 Minuten, machen 0-4 laufen. Das kann nicht sein. Hey, komm, jetzt aufwachen. Melsungen verzockt den schönen Vorsprung. Dann haben wir das eine Spiel, die Abwehr im Griff, dann läuft der Angriff nicht. Im anderen Spiel ist es dann wieder andersrum. Und die Köpfe beginnen zu hängen. Wir haben momentan einfach als Team keine Basis, auf die wir uns immer verlassen können. Melsungen mangelt es an der Leichtigkeit. Bleibt viel Arbeit für den wohl neuen Chefcoach Roberto Garcia Parrondo. Der jetzt an die Arbeit geht. Nicht nur für Melsungen ist der Plan mit dem Trainer aufgegangen. Auch für ihn, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Klar, das ist etwas, worüber man nachdenkt. Die Bundesliga ist die stärkste Liga in Europa. Championship now in Europe. Doch was zeichnet den neuen Trainer aus? Was mich immer bei Parrondo bislang sehr beeindruckt hat, war dieser klare Matchplan, den alle seine Mannschaften hatten und diese absolute Disziplin, die die Mannschaften dann auch in ihrem Spiel an den Tag gelegt haben. Da ist so eine klare Fokussierung da und das ist ja auch bei Parrondo, wenn ich ihn auf der Bank beobachte bei den Spielen, immer wieder so gegeben, dass man ihn anschaut und denkt, der weiß genau, was er macht. Melsungen würde es freuen. Der letzte große Erfolg der MT liegt mittlerweile 16 Jahre zurück. Ein jahrelang gehegter Traum geht für die Mannschaft in Erfüllung. Melsungen steigt in die erste Liga auf. Das war 2005. Melsungen steht Kopf. Seitdem solide Leistungen, doch der ganz große Wurf gelingt nicht. Trotz massiven Investitionen in den Kader. Welche Rolle spielt da der Trainer beim Handball? Als erstes muss man einen gescheiten Trainer haben, bevor man teure Spieler verpflichtet. Ja, also ein Trainer, ein wirklich guter Trainer, kann auch Spieler entwickeln. Ja, und es gibt natürlich Limits. Ja? Also ich kann keinen Parrondo in die Bezirksliga stecken und erwarten, jetzt macht den Durchmarsch in die Bundesliga. Das wird nicht funktionieren. Aber ein guter Trainer, der in der Lage ist, die Mannschaft aufs Spiel einzustellen und parallel auch noch junge Spieler zu entwickeln, der ist so viel wert und der spart einfach am Ende des Tages auch unheimlich viel Geld. Ja, weil ich muss nicht so viel Geld in die Hand nehmen für teure Stars. Und das ist immer der erste Ansatz, den ich wählen würde. Melsungen hat das jetzt gemacht. Dass der neue Trainer bei Olympia Deutschland rausgeworfen hat, ist zwar nicht toll, hier jetzt aber auch nicht mehr ganz schlecht. Deutschland schlägt man ja nicht so im Vorbeigehen. Und gerade bei Olympischen Spielen, Viertelfinale, also da steckt schon viel dahinter. Und da ist eben ein Mann dafür verantwortlich und der ist jetzt bei uns auf der Trainerbank. Damit ersetzt er Gudmundur Gudmundsson, unter dem die top besetzte MT Melsungen unter ihren Möglichkeiten blieb.
Kann das der neue Trainer ändern? Arondo ist natürlich ein absolutes Highlight meines Erachtens in der Trainerbranche. Es ist ein noch sehr junger Trainer mit 41 Jahren, der aber auch in diesen jungen Jahren schon sehr große Erfolge einfahren konnte. Und jetzt sollen die Nächsten in Melsungen dazukommen. Melsungen ist ein Club, der nach vorne schaut und an sein Projekt glaubt. Und deswegen bin ich hier. Was meint ihr? Was tut sich durch den Trainerwechsel bei der MT Melsungen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Nachrichten und Sport aus Hessen wollt, lasst ein Abo da. Bitteschön.